Besondere am Futsal ist für mich eigentlich die Mischung aus körperlicher sowie geistiger Beanspruchung. Und dass man sich hier wirklich körperlich auspowern kann, aber eben auch mitdenken muss. Für mich das Anspruchsvolle vom Futsal ist, einfach ständig unter Strom zu stehen, nie abschalten zu können. Und ja, wenn ich einmal abschalte, ist der Gegner einen Schritt schneller und wir kassieren ein Gegentor. Ja, es fallen viele Tore. Das macht es natürlich auch für die Zuschauer interessanter, wie wenn man so 90 Minuten so ein 0-0 anguckt. Ist natürlich schön, wenn dann die Spiele 7-5 oder 8-3 oder irgendwie so ausgehen. Deswegen macht es einfach super Spaß auch zum Zuschauen. Die letzten Jahre habe ich Futsal kennen und schätzen gelernt und ich bin davon überzeugt, dass Futsal die Zukunft vor allem für unsere Jugend ist. Jeder Spieler muss sich zeigen und er kann sich nicht verstecken, wie das beispielsweise im Training, beim Fußball oder auch beim Spiel sein kann, wenn mal ein Spieler 90 Minuten ein unscheinbares Spiel macht. Beim Fußball ist jeder ständig gefragt und insofern kann man auch wirklich gut und intensiv an den Fähigkeiten jedes einzelnen Spielers arbeiten. Jeder, der das mal ausprobiert hat, wird es noch ein zweites Mal machen.